Hallo ihr Lieben, heute hat mich ein ganz tolles Sensi-Paket erreicht und das packe ich jetzt mit euch aus. Ja, wie schon erwähnt, hat mich heute ein tolles Sensi-Paket erreicht. Was ihr hier im Hintergrund sehen könnt, sind unsere Urzeitkrebse. Die sind schon ein Jahr aktiv, das ist auch schon Wahnsinn, ne? Ja, da bin ich auch irgendwie ganz stolz drauf. Meine Tochter hat so einen Baukasten mitgebracht gehabt. Und die entwickeln sich prächtig, also was will man mehr. Hier haben wir das tolle Sensi-Paket, was mich heute erreicht hat. Es ist auch noch zu. Also ja, das packe ich jetzt mit euch aus. Ich bin schon ganz neugierig. Ich weiß ja schon, was drin ist, aber... Oh, ich freue mich so sehr. Also, zu allererst. Ich bin ein absoluter Fan von The Mandalorian. The Child ist, ja, was soll ich sagen? Ich habe die Serie das erste Mal gesehen und habe Baby Yoda, so heißt er natürlich nicht, aber sieht halt aus wie Baby Yoda. Ich habe den gesehen, also The Child, und keine Ahnung, ich war hin und weg und habe gesagt, ja, das ist eigentlich was, was man haben muss. Und für so ein Ding würde ich um die Welt reisen. Muss ich aber nicht. Sensi hat The Child als Buddy. Den habe ich natürlich auch. Und jetzt gibt es den sogar als Warmer. Ja, und um die Welt reisen muss ich, wie gesagt, nicht. Mir nur halt eben den Warmer kaufen. Und das habe ich auch getan. Der ist da. Er ist da. Also ich bin gerade so geflasht. Und was auch da ist, ist die Kollektion Scents of the Season. Also die Düfte der Saison. Und leider gibt es die nicht mehr in diesem tollen Sandbeutel. Ist aber nicht schlimm, da war sie ganz schnell ausverkauft. Und jetzt haben wir sie wieder neu im Shop. Das sind halt 5 Düfte. Und die stelle ich euch nachher auch noch vor. Jetzt packe ich aber erstmal The Child aus, den schönen Sensi Warmer. Was habe ich jetzt gemacht? Keine Ahnung. So. Von tolle Details. Wie immer bei Sensi. So, dann haben wir hier natürlich die Gebrauchsanleitung. Ja. Hier haben wir das Schälchen. Und das ist auch was ganz Besonderes mit schönen Details. Guck doch mal, da ist der Helm von Mandalorian drin. Ist cool, ne? Mando! Ja. Oh Gott. Also darauf freue ich mich jetzt wirklich mega, mega, mega. Da. The Child. Und guckt euch mal die schönen gemachten Details hier an. Und die Augen und die Ohren. Und von hinten hier ist der An- und Ausschalter. Das Lichtchen, das leuchtet dann, wenn er an ist. Ja, und dann kommt natürlich das Schälchen da drauf. Wollen wir auch richtig rund drauf machen, ne? So. Ja. Das ist Wahnsinn, oder? Auch die Größe, guck mal. Ich habe jetzt erst gedacht, weil auf den Werbefotos war so ein Stiftehalter und der stand neben dem Warmer. Da dachte ich erst, der Warmer wäre kleiner. Aber wenn ich den jetzt hier so sehe, der hat die perfekte Größe. Und guckt mal, hier, die Finger, die Augen, der Mund und die Ohren. Der ist wirklich, also Wahnsinn. Er kostet 82,86 Euro momentan. Da ist halt noch die Reduzierung von der Mehrwertsteuer dabei. Aber ich liebe ihn. Ich bin gerade so fasziniert. Der ist so wunderschön. Ich komme nicht drüber weg. Guckt euch den an. Wahnsinn. Wahnsinn. Also jetzt komme ich mal zu der Duftkollektion Scents of the Season. Das sind 5 Bars, die kostet 34,12 Euro, wo ihr dann auch wieder einiges gespart habt. Für die 5 Bars würdet ihr einzeln 41,45 Euro zahlen und hier, wie gesagt, 34,12 Euro momentan. Und dann kommen wir mal zu den einzelnen Düften. Ich habe die hier vor mir liegen. Ich bin immer noch so begeistert von dem Child. Das ist wunderschön, also das hat sich gelohnt. Fangen wir mal an. Also, 5 Stück. Blue Christmas.
Blue Christmas Sensibar. Soll riechen nach Orangenschalen, Nelken, Kiefer und Zimtstangen. Ich rieche jetzt die Kiefer richtig schön raus. Ich habe hier jetzt drin, das habe ich total vergessen, den habe ich mir jetzt nochmal von einer Kollegin zweimal schicken lassen, weil er leider ausverkauft ist. Just for you, genau, just for you, nicht for you, just for you. Der riecht auch richtig nach einem Nadelwald. Also ich sitze jetzt hier in der Küche, ich denke mal, das habt ihr eh schon gesehen. Wenn man hier in die Küche reinkommt, hat man das Gefühl, man steht im Nadelwald. Also wir haben hier auch noch einen extra kleinen Adventskranz. Und als Matze heimgekommen ist, hat er erst gedacht, der wird so duften. Und er sagt, nein, nein, das ist dieser Duft. Und wenn ich mir jetzt hier den Blue Christmas unter die Nase halte, da riechst du richtig die Kiefer raus. Also das ist auch wieder einer, wenn du das magst, dieses holzige und tannige, ist der wirklich ganz toll. Dann gucken wir mal. Ich bin hier nebenbei am Gucken wegen der Beschreibung, weil ich würde jetzt nur sagen, riecht nach Tanne. Und das ist keine tolle Beschreibung, sagen wir mal so. Dann haben wir Gingerbread Hugs. Gingerbread Hugs heißt ja eigentlich auf Deutsch Lebkuchenumarmung. Gucken wir mal. Die Beschreibung: frisch gebackener Lebkuchen mit Noten von Vanille und Muskatnuss. Umhüllen Sie mit der wärmsten süßen Umarmung. So, gucken wir mal. Na, geh auf. Die Bars, die sind immer zu. Da ist immer so, die sind versiegelt. Und ich mache die jetzt auf. Die sind ja eh mir. Ja, doch, Lebkuchen. Den muss man warm riechen, finde ich. Also der riecht ein bisschen wie Hack in the Mug. So ein bisschen. Dann haben wir Perfect Peppermint. Den habe ich jetzt auch nochmal extra bestellt. Nächste Woche bekomme ich nochmal eine Lieferung. Und da habe ich viele Pfefferminzdüfte drin für meine Mama. Und jetzt gucken wir mal, wie Perfect Peppermint riecht. Cooler als andere reine Pfefferminze. Mal gucken. Oh. Mentos. Mentos, oder es gibt mittlerweile von Haribo, aber auch nur in speziellen Läden. Da gibt es so kleine weiße Haribo Pfefferminzbonbons. Genauso riecht es. Also ich denke, das wird meine Mama sehr gut vertragen. Dann haben wir Red Berry and Spruce. Fröhliche Mischung aus Preiselbeeren und Himbeeren, verwirbelt mit einem Zweig der Blaufichte. Der ist ja der Hammer. Man riecht wieder dieses Nadelbaumduft, aber mit einer gewissen Süße, also diese fruchtige Süße. Boah, der ist wirklich Hammer. Also den mag ich sehr, allein schon kalt. Ich denke mal, warm wird der genauso toll sein. Und dann haben wir noch den letzten von der Kollektion, und zwar Vizale Wonderland. Orangenschale, Zitronenschale, Zimtstangen, Tannennadeln. Und so sieht er aus. Der ist auch toll. Wahnsinn. Das Zitrische kommt ein bisschen raus. Ich finde sogar mehr die Orange als die Zitrone. Die Tannennadeln. Zimt kann ich jetzt nicht rausriechen, aber... Ach, der ist toll. Ich glaube, ich mache den nachher in die Lampe rein. Ja, das ist dann der hier. Ich finde diese Sense of the Seasons Kollektion einmalig. Die passt perfekt jetzt in der Adventszeit zur Weihnachtszeit. Und wir haben einen künstlichen Weihnachtsbaum. Wir möchten nicht, dass Bäume gefällt werden und dann unnötig praktisch sterben. Aber wir lieben natürlich auch den Tannenduft. Und wenn ich dann überlege, ich habe im Wohnzimmer, da habe ich den Weihnachtsbaum, und am Sideboard, da habe ich dann eine Sensi-Lampe stehen. Und wenn ich dann hier so einen schönen tannigen Duft dann in der Lampe drin habe, dann ist das fast, als würde der Weihnachtsbaum duften. Das ist wirklich richtig schön. Und ich sage ja, hier so in der Kollektion ist es um einiges günstiger. Noch ist es verfügbar. Ich habe eben nochmal geguckt für 34,12 Euro. Könnt ihr noch reinschauen, und ich gucke gerade nochmal, ob The Child auch noch da ist. Weil manche Dinge sind bei uns ja sehr, sehr schnell ausverkauft.
Aber The Child ist auch noch da. Und ich muss den nochmal zeigen. Ich bin jetzt stolze Besitzerin von Baby Yoda. Wie gesagt, ich weiß, dass er wirklich nicht Baby Yoda heißt, aber für mich ist es und bleibt Baby Yoda. Und ich finde ihn einfach wunderschön. Ja, falls ihr Interesse habt, schaut doch mal bei mir im Shop vorbei. Ich verlinke den unten in der Infobox mal. Ich werde euch auch die Produkte verlinken, also The Child und auch die Sands of the Season Kollektion. Und falls ihr mal Lust habt an ein Probenpäckchen oder so, schreibt mir gerne mal die E-Mail-Adresse, schreibe ich auch unten in die Infobox rein. Ich lasse euch gerne mal ein Info- und Probenpaket zukommen. Jetzt habt man nur noch 4 Tage Zeit zum Bestellen, dass es pünktlich zu Weihnachten da ist. Die Probenpäckchen schicke ich somit erst im Januar raus. Also ich sammle jetzt bis zum 15. Januar Anfragen und am 15. Januar schicke ich die dann gebündelt raus. Falls ihr eins haben möchtet, schreibt mir doch bitte. Einfach eine kurze E-Mail mit, ich habe Interesse am Probenpaket und ich lasse euch dann weitere Informationen zukommen. Jawohl, damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nachmittag, wenn ihr mir das Video schaut. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und eventuell zeige ich euch auch noch das Paket, was dann nächste Woche ankommen wird. Lasst es euch gut gehen. Bis dann, eure Yvonne.